Seht nur, der Bastard des verstorbenen William Kidd. Immer noch ein Knabe und doch 10-mal teuflischer, als sein Vater es war. Nett. Schön, dich hier zu sehen, Kenway. Immer noch schick und gemein. Hast du dieses Kostüm von einem Dandy in Havanna? Nein, Sir. Ich habe es von einer Leiche. Einer, die kurz vorher noch herumlief und mir Frechheiten ins Gesicht sagte. Du kämpfst wie eine Kuh. Es fehlt noch. Also, was habe ich da über einen Angriff auf eine Plantage gehört? Kannst kein Geheimnis behalten, was? Jedenfalls nicht gut. Jeden Tag segeln Schoner voller Zucker vorbei. Von den Plantagen hier in der Nähe. Meistens halten sie hier, um ein paar Kisten davon zu verkaufen. Heute wird ein Mann erwartet, der viel Profit einbringen wird. Wenn du seine Plantage überfallen willst, zeige ich ihn dir. Ich will. Das hört sich gut an. Dann holen wir uns mal den Zucker. Gehört diese Plantage einem gewissen Backford? Das ist der Mann. Er hat Dutzende in dieser Gegend. Und er ist verdammt reich. Genau die Art, die ich gern berabe. Sein Verwalter ist hier irgendwo. Finde und verfolge ihn. Und er führt dich direkt zur Beute. Alles klar. Kommst du nicht mit? Anscheinend nicht. Gut, dieser James Kidd, der ist so ein bisschen sonderbar. Hört sich an wie eine Frau. Vielleicht ist er sogar eine. Und auch die Qualität ist solide. Ei, herzhafte Melasse und Rohrzucker, das ist bekannt. Es beruhigt mich, das von euch zu hören. Trotz aller Eigenarten eurer Unternehmung hier seid ihr zweifellos Männer mit Urteilsvermögen. Nicht mehr so ganz nüchtern, oder? Gut, jetzt verfolgen wir ihn erstmal ab ins Gebüsch. Mal schauen, ob er mich zur Plantage bringen kann. Ich denke nicht, dass sie hier auf der Insel ist. Deswegen muss ich ihm folgen. Bestimmt hier ankert irgendwo sein Schiff. Ja, da ist es doch. Ich kann die Flagge sehen. Okay, ab ins nächste Gebüsch. Schnell und flink. So muss das sein. Paranoid ist er auch noch. Okay. Bleib cool, Junge. Ich bin eine Blume in einer Hecke. Okay. Beaufort, Manning, zu mir. Hier sind wir fertig. Sperrgebiet. Also, wie ist unser Kurs? Wir kehren zur Plantage zurück und machen eine Bestandsaufnahme. Es war eine gute Ernte dieses Jahr. Ihr solltet nicht so laut reden, Sir. Ich sollte den umboxen. Leg dich hin! Nonsens, Mann! Ich hatte eben ein erfreuliches Gespräch mit einem Burschen. Wir haben uns auf Anhieb verstanden. Wie ihr meint, Sir. Okay, er geht auf sein Schiff. Leinen los und ankerlichten, Burschen! Wir fahren heim! Alles klar. Ich muss zurück. Okay. Was? Ach, Leute. Wollt ihr mich jetzt eigentlich verarschen? Ich will auf mein Schiff. Ich habe ein Schiff zu kapern. Und eine Plantage zu beräubern. Captain, du siehst aus wie ein Mann, der an einem kühnen Plan feilt. Diesen Anblick kenne ich. Gut beobachtet, Andy. Ich habe einen von Backfords Männern großspurig über seine Plantage reden hören. Und all die Waren, die sie dort lagern. Da kam mir die Idee, dass ich ihm diese Waren abnehmen und zu einem viel besseren Preis verkaufen könnte als er. Ah, ein Mann mit Vision. Oh, oh. Mir gefällt die Idee. Boah, das Schiff hat mehr Kanonen als Segel. Mit dem sollten wir uns jetzt noch nicht anlegen. Müssen wir erstmal viel stärker werden. Sperrgebiet. Okay. Alles klar. Die Schiffe haben jetzt ein Blickfeld und wir dürfen nicht in das Blickfeld segeln von den Schiffen. Kein Problem. Das schaffe ich. Vorsicht, Captain! Diese Gewässer werden vom Feind bewacht! Keiner! Ich sehe Ärger voraus. Ich sehe sie.
Von Backbord, Captain! Brauchgut für deinen Wrack, Captain! Hab's eingesammelt. Stoff. Nicht schlecht. Oh oh. Wir dürfen das andere Boot nicht verlieren. Aber wir dürfen auch nicht entdeckt werden. Boah. Gut. Wie wär's mit einem Lied? Ein Lied! Dieses Schiff ist verdammt schnell. Kommt kaum hinterher. Es muss aber auch noch acht geben auf die anderen Schiffe. Schön langsam. Allen vorbei. Die Fracht kann ich mir jetzt nicht holen. Jetzt will ich mich verraten. Verdammt, verdammt, verdammt. Ruhe. Seid ruhig, Männer. Jetzt hören sie uns noch. Lippen voraus, Sir! Boah. Der Mann arbeitet für Peter Backfords Leute. Kennst du sie? Die Backfords und ihr Zuckerimperium? Hi. Die Backfords und die Drexes. Ich war nie auf einer ihrer Plantagen, doch ich kenne ihre Namen von vielen, die sie verfluchten. Aber du warst auf einer Plantage, ja? Einer bescheidenen. Hi. Als Kocher im Siedehaus. Siedehaus? Habt ihr da Wasser gesiedelt? Oder etwas anderes? Zuckersaft. Die Zuckerherstellung ist schwierig und gefährlich. Vielleicht erklärt das auch den hohen Preis. Wie ist das so? Auf einer Plantage zu schuften, Tag und Nacht. Nun, wenn das Zuckerrohr geerntet und geschnitten ist, wird es danach zwischen zwei Metallwalzen gründlich ausgepresst. Wenn der Saft gepresst ist, wird es Zeit, das Wasser aus dem Sirup verdampfen zu lassen. Das taten wir in großen Kesseln aus Kupfer. Ich kann dir sagen, Bruder, nichts in der Welt ist heißer als kochender Zuckersirup. Jeder einzelne Spritzer davon klebt an dir wie Pech und brennt, hinterlässt furchtbare Narben. Mein Gott. Menschliches Treibgut auf dem Himmel und raue See scheint noch zu leben. Es kann zu nahe zu ankern. Die Soldaten auf der Plantage würden uns entdecken. Dann geh von Bord und schleich dich an Land. Wir kümmern uns um die Jackdaw. Alles klar. Auf geht's. Wow! Uiuiui. Oh, ich hab sogar keine Zeit. Muss mich beeilen. 40 Sekunden. Am besten, ich bleib noch außerhalb des Sperrgebiets. Dann werde ich nicht entdeckt. Okay. Was da? Was ist hier geschehen? Warum die Unordnung? Nur ein Umtrunk, Sir. Wilmington hat Geburtstag. Und ihr wagt es, euch im Dienst zu betrinken? Das ist kein Problem, Sir. Wir haben alles im Griff. Das werden wir schon noch sehen. Denn heute Abend müsst ihr die Wachen verdoppeln. Verdoppeln, Sir? Aus welchem Grund? Ich glaube, ich wurde verfolgt, junger Mann. Von Piraten, wenn mich meine Augen nicht trügen. Obwohl ihr Schiff ungewöhnlich groß war. Solch Abschaum. Waren sicher keine Sklavenhändler. Nicht bei dieser Größe. Verdopple auf jeden Fall die Wachen. Und halte verdammt noch mal nach allem Verdächtigen Ausschau. Okay. Sie wissen, was wir wissen. Du da oben, schlaf nicht ein, Mann. Du hast eine Aufgabe. Entschuldigt, Sir. Ich halte meine Augen offen. Okay. Besser ich bleib. Himmel, Herrgott! Was zum Teufel ist heute los? Was kommt, wie du diesen Alarm auslösen willst, wenn du sturzbesoffen bist und nicht geradeaus gehen kannst? Mein Vorteil. Muss ihn weiter belauschen. Weiter. Mist. Ich gehe gleich aus dem Radius raus. Wow. Das war knapp. Ich möchte den Verantwortlichen sprechen. Ich verlange Zutritt zum Lagerhaus. Welcher von euch Hunden hat den Schlüssel zum Lager? Hä?
Okay, wir müssen den Schlüssel. Ist denn keiner nüchtern hier? Würdet ihr mir bitte den Schlüssel bringen? Okay, jetzt geht's los. Den Schlüssel, verdammt! Bringt mir den Schlüssel! Hey, hast du den Schlüssel? Hier, komm. Komm zu mir! Jetzt Gebüsch. Sehr schön. You can curse me later. Now you work. Ist nur der hier. Gut. Gently. The master won't take kindly to der noch und dann da kommt einer. Da kommt einer. Der würde mich sehen, würde ich jetzt hier rausspringen, sprinten und den erledigen. Deswegen erst noch ein bisschen abwarten. Jetzt. Die rein. Überraschung. Komm her. Der war einmal. Hier ist noch. Oh Mann. Hier ist noch so eine Glocke. Ich glaube, die, wenn diese Glocken geläutet werden, dann ist es vorbei. Der Schlüssel ist auf jeden Fall irgendwo dort. Vielleicht. Er kommt. Vollidiot. Komm zu mir und stirb. So. Der Captain ist auch weg. Ach nein, das war gar nicht der Captain. Der ist ja noch am Leben. Aber nach oben und dann einen schönen Attentat von oben. Das wird schön. Zack! Erledigt. Was ist mit dieser... Kaputt. Jetzt kann sie niemand mehr läuten. So ist das also. Gut, das haben wir auch. Das nehmen wir auch gleich mit. Dann hier auf dem Baum. Können wir uns auch gleich umschauen. Ja, Mist. Egal. Jetzt muss ich erstmal aufpassen. Und rausfinden, wer den Schlüssel hat. Der da oben, der da. Wer hat den Schlüssel? Glocke. Sabotieren. Oh. Verdammt! Der ist ganz schön gut. Sehr aufmerksam. Wie hole ich den da oben runter? Hallo? Komm, Freund. Ja, genau. Komm zu mir ins Dickicht. Leg dich hin. Ich muss mit dir reden. Jetzt muss ich noch mit dir reden. Zack. Komm. Verdammt. Okay. Da ist der Schlüssel also. Aber hier ist noch einer auf dem Dach. Hier ist auch einer. Mist. Ich muss ihm den Schlüssel stehlen. Aber wie? Das ist das Problem. Der liegt im hohen Gras, den sieht niemand. Alarm! Help me, damn it! Verdammt! Vergiss es! Ja! Ah! Mist! Ich bin aufgeflogen! Also knall ich den erstmal ab. Bye bye. Send him all in boxes!
Ah. Zack. Das war's. Jetzt kann ich mir den Schlüssel holen. Pirates! Du hast recht. Komm. Guter Junge. Zeit zu sterben. So. Der Schlüssel gehört mir. Zurück zum Lagerhaus. Aus dem Weg. Gut. Jawohl, wir haben jetzt Holz, Metall, Stoff, Rum, Zucker, alles von der Plantage geklaut. Mission beendet. Okay, wir haben die Alarmglocken sabotiert und uns nicht in Kämpfe verwickeln lassen, obwohl das nicht ganz stimmt. Aber gut, der wollte Alarm schlagen. Und wir haben ihn aufgehalten. 100%! Nicht schlecht. Gut. Dann nehme ich noch die Kiste mit. Und dann... gehe ich nochmal kurz hier hoch. Wo ist es denn? Irgendwo da ist es. Wow! Oh! Beinahe. Schade. Naja. Ich muss mich also nach oben schleichen. Gott besagt, Jungs. Der da oben ist nicht mehr da. Das war hier jetzt der Tod. Hey. Wie wär's, wenn du zu mir kommst? So. Das war's. Ich muss irgendwie hier rüber. Ups. Sorry. Mist. Verdammt! Na! Ah. Na komm! Gut. Stech dir die Augen aus. So sieht's nämlich aus. Ich hier irgendwie nach oben? Ich hoffe doch. Sieht nicht so aus. Hier vielleicht? Oh. Okay, dann hole ich mir das noch kurz. Oh, schon geschnappt. So ist es also. Gut, wahrscheinlich soll ich zurück. Auf mein Schiff! Oder? So wie es aussieht schon. Gut, aber auf der Insel gibt es noch so viel zu erledigen. Aus feindliches Gebiet. Okay. Segel setzen. Segel! Wir verlassen diese Insel. Wir haben hier alles geplündert. Die Wind ab! Oh! Lehrsegel hoch, aufgehalten! Setz dir... Okay. Ein Lied, Männer! Acht voraus! Jupp! Hab's gesehen! Und jetzt Reisegeschwindigkeit. Okay, dieser Nebel ist ja echt übel. Aber ich hab's schon wieder erreicht. So ein bisschen. Wir treffen gleich auf Land, Sir! Gut. Arm- und Marssegel fest zurück! Au! Eigentlich wollte ich nicht, dass wir so auf Land treffen.
segeln wir diese Insel. Halbes Segel, fangt etwas Wind ein. Nehmt die Rahen aus dem Wind. Halber Wind, Männer, beruhigt sie. Wir müssen an Land diese Insel. Alle Segel reffen. Gut. Wiederholen und aufgehalten. Hauptsegel rein. Wuhu. Captain über Bord. Ja, macht euch nicht ins Hemd. Sehr schön. Hier gibt es Hirsche. Ja, als erstes, weil es wieder so eine kleine Insel ist, würde ich sie gerne abklappern. Das bedeutet, ich klettere erstmal. Moment mal, wo muss ich da hoch? Diesen Baum. Sehr schön. Hier haben wir gleich mal eine Kiste. Die wird geplündert. So. Weiter, was gibt's hier sonst noch so? Das Teil, das habe ich aber schon gesehen. Ich weiß noch nicht, wie ich da rankommen soll. Wahrscheinlich so. Jawohl. Gibt's hier sonst noch? Schauen wir uns mal die Insel an. Noch eine Kiste. Oh, eine Schatzkarte. Schon wieder. Okay, die werde ich mir natürlich aneignen. Dann hole ich mir natürlich noch ein, zwei Hirsche und die Kiste. Okay, so mache ich das. Dann habe ich die ganze Insel abgeklappert. So, was haben wir denn? Lass mal sehen. Das nenne ich weiter. Ja, dann zeigen wir. Gut, okay. Hier ist aber kein Haus. Und vor allem auch keine Mühle. Wo soll das sein? Naja, gut. Hauptsache ich habe sie... Ich muss wahrscheinlich wieder nach den Koordinaten gehen. Zack. Okay. Dann finde ich sie ganz sicher. Hey, 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 hey! Zack! So. Gleich mal häuten. Hirschpelz. Nicht schlecht. Jetzt muss ich die hoch. Stell dich nicht so an. Und abwärts! Moment mal. Ein Fels am Ende dieser Insel. Moment mal. Ist das etwa die Insel, die ich gesucht habe? Moment. Das könnte natürlich sein, dass ich endlich die Karte gefunden habe. Ein riesiger Fels. 749. Okay. Und wir sind jetzt im Breitengrad 700. Ja, ich bin hier richtig. Hier ist ein Schatz versteckt. Und zwar genau hier. Grab. Haha, fette Beute. Mal schauen, was drin ist. Weiteren Plan und 3000. So muss das sein. Okay. Das war's. So funktioniert das also. Jetzt habe ich's verstanden. Ja, mit der Kiste. So, jetzt haben wir alles. Jetzt würde ich noch einen Hirsch gern erlegen und dann bin ich zufrieden. Das war ein Vieh. Irgendwo hier in den Wäldern. Da! Hab ich einen gesehen. Er ist gerade abgehauen. Egal, ich gehe hoch.
sehe ich ihn. Sag ich doch. Und Schuss! Treffer. Und häuten das Tier. Vielleicht kann ich dann was Tolles bauen. Oder was Tolles herstellen. Ja, korrekt. Ich kann was herstellen. Okay, bevor wir weitergehen, tue ich natürlich jetzt mit dem schönen Leder, das ich mir geholt habe. Monturen? Nein, wir wollten herstellen. Tue ich mir jetzt ein zweites Gesundheitsupgrade herstellen oder Buckelwalhaut? Gut, es ist Walhaut, das haben wir noch nicht. Ja, doch. Gut. Sehr schön. Unsere Kluft sieht immer besser aus. Gut. Na, dann schauen wir mal, ob wir das geklaute Harpungut jetzt loswerden. Angemessene Verteidigung.